Shalom und Salve, mein liebes, wunderbares Publikum. Tja, da ist er wieder, der Kunstliebhaber Hader. Nach meines Stubenarrests. Ich hatte ja Stubenarrest von YouTube bekommen. Dazu muss ich ein bisschen was sagen. Ich weiß nicht, warum das der Fall war. Ich habe euch im letzten Video auch von meiner Verlobung mit der guten Barbara Babuska erzählt, ne? Ihres Zeichens meine YouTube-Beraterin, die mir aufgrund dieser Verlobung zugesichert hat, ich dürfe auf YouTube alles machen, und dann passiert sowas. Natürlich habe ich diese Verlobung umgehend gelöst. Das ist ja klar. Und jetzt streiten wir uns noch um den Verlobungsring. Es handelt sich dabei um einen schönen Edelstahlring, den ich bei Amazon für 5,95 gefunden habe. Und den hätte ich natürlich gerne zurück, ne? Und die Dame weigert sich aber, das herauszugeben. Mittlerweile streiten sich unsere Anwälte. Herr Solmecke, Grüße gehen raus. Ja, ich weiß, sie sind nicht billig, aber holen Sie raus, was rauszuholen ist. Ich hätte wenigstens gern die Hälfte des Wertes zurückerstattet. Ne? Also wenn Sie das möglich machen könnten, das wäre ein großer Erfolg für mich und natürlich auch für Ihre Kanzlei Wilde Beuger und Solmecke. Grüße gehen raus. Gut, dann kommen wir zu ernsthafteren Dingen, nämlich zum Bild. Dieses Bild, ja, es ist kein Witz. Der Name der Maler dieses Bildes heißt tatsächlich Hermann Knackfuß. Ne? Und der hat dieses Bild gemalt. Es handelt sich hier um eine Lithografie, also um einen Entwurf. Dieses Bild hat er dann später noch ausgeführt. Und das heißt, Völker Europas, wahret eure heiligsten Güter. Ja, und der Herr Knackfuß war ein Historienmaler, er war auch ein Kunstwissenschaftler, ein Kunstgeschichtler, und er war ein Akademielehrer. Und das im Deutschen Kaiserreich. Und da kann man sich vorstellen, diese Kunst hatte schon ein bisschen was Patriotisches. Ne? Ansonsten hätte man diese Stellen nicht besetzen können in der damaligen Zeit in Deutschland. So, und dieses Bild ist ganz besonders patriotisch. Ein Gesandt hat mir diesen Vorschlag übrigens, ein gewisser Franz Bauer. Jetzt habe ich überlegt, Franz Bauer, irgendwie kennst du den Namen irgendwie, aber ich kam nicht drauf, ne, wo ich den guten Mann hinstecken soll. Irgendwas sagt er mir, der Franz Bauer. Naja, vielleicht fällt's mir noch ein. Jedenfalls, der Franz Bauer hat mir dieses Bild hier angepriesen, hat gesagt, das musst du unbedingt nehmen, und dann tue ich das natürlich. Dieses Bild ist umso patriotischer, als der Entwurf dieses Bildes nicht vom guten Hermann Knackfuß gemacht wurde, sondern vom Wilhelm. Kaiser Wilhelm II. Ne? Kaiser Wilhelm II. Hat dieses Bild oder diesen Entwurf 1895 gemacht, und der Knackfuß hat sich dann daran gemacht, die Kritzeleien des Kaisers in eine figürliche und metaphorische Symbolik zu bringen, die dem Kaiser gefällt. Ja. Und da sehen wir vorne den Erzengel Michael. Ne? Der ist leicht zu erkennen an seinen Flügelchen. So, und dann wird es ein bisschen komplizierter. Die Damen da, die so ein bisschen aussehen wie Walküren, sind Personifikationen der europäischen Nationen. Da haben wir, wenn wir mal von rechts nach links gehen, da haben wir ganz rechts die Marianne, ne? Das ist natürlich Frankreich. Die Dame mit dem Adler auf dem Kopf, da ist klar die Germania, da sind wir also bei den Deutschen. Die Dame, die der korpulenten Deutschen da ihre Hand um die Schultern legt, das ist mythischen Russland. Und dieses Bild war nämlich für den Zaren bestimmt. Und zwar war es Nikolaus II., ne, guter Freund und Buddy vom Kaiser Wilhelm. Jo, Emma, der Papa muss jetzt noch ein bisschen arbeiten. Ne.
Dann haben wir daneben, wenn mich nicht alles täuscht, die Austria. Neben der Austria links finden wir die Italia und am Ende steht Britannia mit dem Schild in der Hand. Da kann man das natürlich sehr leicht erkennen. Frage an euch. Ihr dürft euch jetzt mal kunstgeschichtlich betätigen. Wer ist die Dame ganz links? Das weiß nämlich keiner. Welche europäische Personifikation diese Dame darstellen soll, das ist nicht bekannt geworden. Der Kaiser hätte es mit Sicherheit gewusst, der Maler auch. Die können wir aber beide nicht mehr fragen. So, und gegen was wehren die sich? Jetzt muss ich hier ein technisches Meisterwerk vollbringen. Und zwar muss ich jetzt dieses Bild hier verschieben. So, das passte nämlich nicht ganz rein. Ja, jetzt seht ihr es vielleicht. Ja, okay. So, da habt ihr jetzt die rechte Seite dieses Bildes. Dort, wo der Erzengel Michael hinweist, wenn wir mal davon ausgehen, wir blicken Richtung Norden, dann zeigt er also Richtung Osten und von da kommt genau die Gefahr, die der Kaiser sieht und die er seinem Freund, dem Zaren Nikolaus II., dann eben auch in Form dieses Bildes präsentieren möchte. Die Gefahr kommt aus dem Osten und es ist, ja, ihr seht es ganz rechts, die kleine Figur, es ist der Buddhismus. Groß, der böse, böse Buddhismus, der sich anschickt, Europa heimzusuchen. Ja, so waren die Feindbilder in der damaligen Zeit, ne? Heute, würde man dem Buddhismus weniger Gefährlichkeit zusprechen, dafür gewissen anderen Religionen, aber letztendlich hat es immer schon zu Streit, zu Zwistigkeiten, zu Voreingenommenheiten, zu Vorurteilen geführt. Dieses Bild ist natürlich mit einem Wort Scheiße. Es ist malerisch völlig bescheuert und beschissen und der Aufbau dieses Bildes ist unglaublich naiv und schlecht. Also über den künstlerischen Wert braucht man sich gar nicht zu unterhalten, aber manchmal sind eben Bilder nicht nur von der künstlerischen Seite her interessant. Manchmal, wie in diesem Falle, sind sie von der künstlerischen Seite her überhaupt nicht interessant. Aber als Zeitzeugnis dienen sie dann doch. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, ja, wie so ein Bild und auch ein Maler und auch ein Kaiser, der daran mitgewirkt hat, eben ihre Zeit gesehen haben. Ne? Und auch das ist für uns Kunstgeschichtler immer ein Fest, uns mit sowas zu beschäftigen. Oh Gott, wir haben Samstag 10:15 Uhr. Die Windgeschwindigkeit weiß ich nicht, aber ich bin noch nicht so im Redefluss, wie ich gerade feststelle. Das wird dann hinterher in gewohnter Manier schön geschnitten und wieder neu synchronisiert. Ja, das ist ja kein Problem. Der Rainer kann das mittlerweile auch. Ne? Der Rainer kann jetzt auch. InSync habe ich gelernt. InSync, was das bedeutet. Und der Rainer kann sich selbst synchronisieren, ne? Um unliebsame Stellen zu übertönen. Finde ich super. Und ich mache das dann eben auch so. So, damit hätten wir, glaube ich, zum Bild alles gesagt. Ne? Wie gesagt, ich versuche mich immer noch zu erinnern, wer dieser merkwürdige Franz Bauer ist. Aber Grüße gehen raus. Ne? Wer immer du auch bist, vielen Dank. Grüße gehen raus. So, jetzt können wir langsam reingehen in den Rainer. Aber ich glaube, heute wird so ein bisschen mehr Nähkästchen-Stream und ich lasse den Rainer so ein bisschen nebenbei laufen. Es gibt ja viel zu erzählen, viel zu diskutieren. Ne? Ich mache das immer ganz gerne in Videos, solche Diskussionen, weil mir da keiner widersprechen kann. Ne? Im Gegensatz zu Streams mit Gästen, das ist ja ganz schrecklich, kann ich überhaupt nicht. Ne? Wenn mir Leute widersprechen, das finde ich grausam. Ne? Und dann schalte ich auch jedes Mal ab. Ne? Dann gehe ich jedes Mal aus den Streams und sage, nee, Leute, bin ja hier nicht als Gast gekommen, um mich da irgendwie verbessern zu lassen. Ne? Mache ich nicht. Darum ist so das Video für mich die geeignetste Plattform, um meine kruden Gedanken unters Volk zu bringen und wohlwissend,
dem guten Gefühl anheimzuhängen, dass mir da keiner ins Wort fällt. Finde ich gut. So, erste Information. Ja, ihr habt recht. Ich habe ihn geleakt, den veganen Jahrmetzger. Ich habe ihn geleakt. Warum? Weil ich es kann. Ne? Weil ich es kann. Weil ich es konnte. Ne? Außerdem hatte der viel zu viele Abos nach meinem Geschmack. Also das fand ich nicht so richtig gut. Ne? Der heilige Ofenkäse übrigens, der mich ja auch überholt hat. Ne? Ja, Grüße gehen raus, mein Lieber. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ne? Ich hab die Adresse, der du dich meist befindest. Und die wird natürlich dann zeitnah auch ins Internet gestellt. Ne? Franz Bauers Adresse, Franz Bauer sag ich schon, wie kommen wir jetzt auf Franz Bauer im Zusammenhang mit dem veganen Jahrmetzger, weiß ich jetzt gar nicht. Also veganer Jahrmetzgers Adresse findet ihr natürlich in meiner Beschreibung, in meiner Videobeschreibung. Für alle diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, wo er wohnt, wenn ich schon mal jemanden leake, dann mache ich das auch richtig. Ja. So, ich habe schon gesagt, Ofenkäse wird der Nächste sein und ebenfalls ganz oben auf meiner Liste steht der gute Fuddel. Ne? Ihr wisst, wir haben ziemlich einen Krach im Moment, der Fuddel und ich. Ich hab's auch sogar geschafft, seine Cloud zum Erliegen zu bringen. Ne? Auch dafür war ich verantwortlich. Wer meine technischen Fertigkeiten kennt, den wird das nicht wundern. Den Fuddel hat's auch nicht gewundert. Er ist böse. Er wird jetzt einen Song gegen mich machen. Und diesen Song werde ich natürlich ebenfalls musikalisch beantworten. Das ist ja klar. Ne? So, das waren die Geständnisse. Jetzt gehen wir aber rein in den Rainer, würde ich sagen, oder hätte ich gesagt gehabt. Ich wünsche euch, meine lieben Freundinnen und Freunde, wie immer, viel Spaß und natürlich auch mir selbst. So, wir hören mal rein, was denn heute los ist hier. Ich denke mir das so vor, ich meine, jemand, der Vollzeit arbeitet. Ich bin 10 Stunden aus dem Haus, komme nach Hause, muss noch Haushalt machen, muss mich noch um meine Tiere kümmern. Ich hätte da nicht die Zeit, nicht die Lust, noch irgendwie ein Video aufzunehmen, das noch zu schneiden und dann noch hochzuladen. Nee, das ist auch so ein Punkt. Was machst du, wenn du abends zu Hause bist, deine Tiere versorgt hast und alles sauber ist und so weiter? Dann treffe ich mich entweder noch mit Freunden oder ich hau mich einfach auf die Couch. Rainer, die Frage hätte ich dir auch gerne gestellt. Was machst du, wenn du abends zu Hause bist, die Tiere versorgt hast und alles sauber ist? Ich glaube, einen solchen Abend hat es nie gegeben. Du hast nie irgendwelche Tiere versorgt und sauber war es ebenfalls nicht. Jetzt ist es sauber in der Schanze. Ne? Also, wer die letzten Bilder gesehen hat, wird sich vielleicht wie ich gedacht haben, ja, jetzt könnte man eigentlich fast drin wohnen in diesem Gemäuer. Ne? Sind zwar keine Dachziegeln mehr drauf, aber von der Wohnqualität her hat sich das gesteigert, würde ich sagen. Ja. Und schaut Fernsehen oder liest was. Ja, genau. Siehste, das ist dein Hobby. Nein, das geht nicht in Richtung Hobby. Nee, das ist es nicht. Was mache ich? Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren mittlerweile auf YouTube. Mhm. Und in diesen 3,5 Jahren habe ich 1,5 Jahre gearbeitet. Ich bin bis ich 22 war. Ich habe vorher 21 gesagt, weil ich da an meinen Vater gedacht habe. Mein Vater ist gestorben, als ich 21 war, und ich habe dann noch ein Jahr länger gearbeitet und ist die Firma pleite gegangen, in der ich gearbeitet habe. Mhm. Ich habe in diesem einen Jahr in der Firma auch noch gearbeitet und meine Videos gemacht. Mhm. Damals nicht regelmäßig, aber anstatt heimzukommen und mich auf die Couch zu setzen oder aufzuräumen. Ja, also wir stellen fest, mit, ich glaube, 19 ist er aus der Schule gekommen. Dann hat er von 19 bis 21, also 2 Jahre, bei Zeitarbeitsfirmen gearbeitet. Wobei wir wissen, es gab viele, viele Unterbrechungen, denn er hat ja bei mehreren Zeitarbeitsfirmen gearbeitet und war natürlich auch bei vielen Betrieben und da oft genug immer mal wieder ein bisschen krank. Ne? Wie in seiner Schulzeit war der Rainer ein bisschen krank, ne? Kriselkrätze. Schlug ja bei ihm auch unbarmherzig zu. Und
Insofern kann man ungefähr seine Lebensarbeitsleistung auf wenige Wochen reduzieren. Ist leider so. Oder sonstige Sachen, habe ich mich hingesetzt und habe einfach meine Videos gemacht. Ich habe meine Videos geschnitten, habe die hochgeladen. Dann lass mich dazu was sagen, ohne dir zu nahe zu treten, weil du ja auch recht offen damit umgehst. Aber dein Zimmer zum Beispiel ist ja auch chaotisch. Warum räumst du nicht mal? Nee, das ist ja wirklich, fühlst du dich da ich drin? Bin einfach, das ist auch so eine Sache. Das ist bloß mein Arbeitszimmer, was so ausschaut, weil ich in dem Zimmer hier viel Zeit verbringe und ich zu faul bin, dann jedes Mal, wie ich hier an der Tasse oder was runterzurennen. Ja, aber ich weiß nicht, fühlst du dich da drin wohl? Also ich würde mich nicht wohl fühlen, wenn es bei mir so aussehen würde. Und es dann auch noch, weißt du, merkst ja, wie sich die Leute dann über dich lustig machen und sagen, Messi. Weißt du, okay, was sieht bei mir aus? Momentan liegt auf meiner Couch, liegt momentan Deck. Es ist immer wieder sehr schön, dass der Rainer nicht geizt mit Gegenbeispielen. Junge, das musst du mal kapieren. Wenn dir eine Frau sagt, deine Wohnung sieht chaotisch aus, deine Wohnung ist nicht gut aufgeräumt, wenn dir das eine Frau sagt, dann wirst du mit keinem Argument dieser Welt, diese Dame umstimmen können. Die wird diesen Eindruck, den sie dir mitgeteilt haben, behalten. Und die einzige Chance, die du überhaupt nur hast, ist, der Dame Recht zu geben und Besserung zu geloben. Alles andere, mein Lieber, macht keinen Sinn. Das macht genauso wenig Sinn wie dieses berühmte Video von dir, was ich alles habe. Und dann hast du, glaube ich, über 1,5 Stunden deine Konsolen und Spiele aufgezählt. Niemand, der dir vorher vorgeworfen hat, du hast nichts, wird durch dieses Video überzeugt worden sein, dass der Rainer ein wohlhabender Mensch ist. Rainer, diese Eindrücke, die kannst du nicht verwischen und du machst es dann eben immer nur noch schlimmer. Das ist aber etwas, das du nicht verstehst. Zu unserem Glück, weil wir haben dann unseren Spaß dran, ne? Und können dich triggern. Das ist ja viel wert. Decke, mein Zebra, auf dem Tisch stehen die Reste vom Alkohol, darunter ein Kasten Bier, dann daneben ein Abfalleimer, der relativ voll ist, den ich aber erst noch ausleeren muss. Ansonsten ist hinten auf dem Tisch meine Kaffeemaschine, mein Toaster, mein Wasser. Oh, da war er noch da, ne? Naja gut, das ist von 2015, keine Sorge. Der Toaster ist weg und er bleibt wohl auch verschwunden. Er wird dahin gegangen sein, wo Rainers Toaster für gewöhnlich hingehen. Ne? Wo immer das auch sein könnte. Wasserkocher, meine Kaffee, mein Zucker, ein paar DVDs. Was ist daran dreckig? Also Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft. Also das ist halt wirklich, es sieht halt chaotisch aus. Ich meine, keiner, der nicht bei dir zu Hause war, kann es beurteilen. Ich kann nur das Video beurteilen. Es ist ja jetzt so, dass bei mir 5 Kilometer lange Spinnweben überall rumhängen. Doch, Rainer, doch. Ja, doch. Das konnten wir sehen durch zahlreiche Kellertouren. Ich würde sagen, 5 Kilometer lange Spinnweben ist noch hübsch gesagt, ne? Euphemistisch. Wir müssen jetzt mal einen anderen Ton anschlagen hier, ne? Ich habe ja gelernt, die direkte Sprechweise behagt YouTube mitunter nicht, ne? Und dann neigt YouTube dazu, Videos zu striken, wegen zum Beispiel Cybermobbing. Ich habe mir auch sagen lassen, dass es in Indien eine Gruppe von versierten Deutschsprechern gibt, hochbezahlte Fachkräfte, die diese Videos mal schnell begutachten und dann über bestimmte Ausdrücke fallen und diese dann zum Anlass nehmen, Videos zu striken. Und da kann man eine Beschwerde einlegen. Ja, diese Fingerarbeit kann man sich aber auch sparen, denn diese Beschwerde wird nach spätestens 5 Minuten sowieso abgelehnt und ohne Begründung und
ohne eine weitere Möglichkeit, dagegen etwas zu unternehmen. Mit einem YouTube-Partner oder einer Partnerin wäre das natürlich etwas anderes. Ne? Mit der Barbara war das anders, aber die Barbara, die gibt's nicht mehr. Ne? Jetzt muss ich also schauen, dass ich meine Wortwahl überdenke. Ne? Und wenn ich mich dann heute zu Rainers Schicksal äußern würde, dann würde ich nicht mehr sagen, es ist mir scheißegal, ne? Denn scheißegal soll man nicht sagen in YouTube-Videos. Also ich würde nicht sagen, es ist mir scheißegal. Ich würde dann sagen, ich bin Rainers Schicksal gegenüber indolent. Ne? Ich bin indolent diesem Schicksal gegenüber. Das hört sich für die indischen Fachkräfte, glaube ich, sehr gut an, besser als scheißegal. Und deshalb, liebe indische Fachkräfte, ich sage indolent. Rainers Schicksal gegenüber bin ich sehr indolent eingestellt. Darüber können wir, glaube ich, einer Meinung sein und da gibt es nichts zu beanstanden, hoffe ich. Ne? Namaste. Ja. Oder weil es Staub ist. Es ist ja nicht dreckig. Es sieht vielleicht unordentlich aus, aber das unordentlich Aussehen macht mir nichts aus, weil es ist nicht dreckig. Dreckig ist für mich, wenn es überall staubig ist und überall Spinnweben hängen. Ja, dann ist es bei dir ja dreckig. Aber was anderes. Natürlich, Mundart geht auch, denn Mundart ist deutsches Kulturgut. Dagegen kann YouTube überhaupt nichts einwenden. Ne? Mundart ist richtig und wichtig. Und der Tom Hellscream hat mir eine fränkische Mundart zur Verfügung gestellt. Liebe Grüße, Tom Hellscream, für dieses fränkische Schnipselchen. Fränkisch passt natürlich in unserem Bezug besonders gut. Hören wir mal rein. Haumtaucher. Noch. Haumtaucher. Genau, das sagt zum Beispiel der Franke. Ich glaube, der hat noch was. Ja, hier haben wir noch was vom guten Tom. Gniedlers Kupf. Ha. Gniedlers Kupf. Er hat mir auch gesagt, was das bedeutet. Ich hab's aber leider vergessen. Müsste ich in seine Mail nochmal nachschauen. Aber noch ein drittes haben wir. Rindsbimbel. Den finde ich ganz schön. Ja. Rindsbimbel. Okay, also Tom Hellscream, vielen lieben Dank für diese fränkischen Schnipselchen und natürlich Aufruf an euch. Wie gesagt, ihr dürft mir gerne solche Dinge schicken, entweder in deutscher, österreichischer, Schweizer Mundart oder in einer anderen Sprache dieser Welt. Ne? Es darf sogar klingonisch sein. Wenn einige Nerds von euch klingonisch sprechen, von mir aus, warum nicht, können wir Rainer auch mal auf klingonisch beleidigen. Fände ich eigentlich eine sehr nice Sache. Ne? So, machen wir aber weiter jetzt. Das Einzige, was mich in meinem Zimmer hier momentan wirklich stört, das ist mein Fenster, weil es total scheiße aussieht. Das muss ich unbedingt mal, machen. Ja. Muss ich mal neu streichen und alles. Aber dann ja, und eine neue Scheibe einsetzen. Ne? Ist es hier denn auch wieder in Ordnung? Mhm. Wie gesagt, ich kenne nur deine Videos und ich würde mich schämen, sowas auch noch öffentlich dann zu teilen. Ich reg mich ja schon auf, wenn irgendwie Freunde unangemeldet kommen und bei mir liegt irgendwie ein Wäschekorb rum. Das ist mir schon unangenehm. Und dann, wenn ich dann denke, okay, du teilst da dein Video mit Hunderten von Leuten und es sieht halt chaotisch aus. Weißt du, wenn du eh die Zeit hast und sagst, bevor ich ein Video mache, würde ich erstmal kurz aufräumen. Das geht ja nicht lange. Ich meine, das ist 20 Minuten, dann bist du fertig. Du musst ja nicht groß Putz machen. Du kannst einfach das irgendwie schön auf den Haufen schmeißen, meinetwegen. Weißt du? Ich muss doch nicht aufräumen, wenn es sauber ist. Ja. Bist du auf, wenn es sauber ist? Ja, ich räume immer auf. Ja, nee, wenn es sauber ist, räume ich nicht auf. Ne? Nur wenn es dreckig ist. Ne? Weil dann muss ich ja irgendwie an den Dreck kommen und deshalb muss man dann erstmal aufräumen. Andererseits, wenn alles irgendwie rumliegt, entsteht ja auch kein Dreck. Ne? Also der Teppichboden wird ja nicht dreckig, wenn er von Plastikabfall überdeckt ist. Dann ist das ja weitestgehend geschützt. Ne? Vielleicht meint der Rainer das so in diese Richtung. Ich putze auch immer, weil ich mich halt so wohl fühle. Ich hab einen Kumpel, den Schiebwahn. Also das ist der Internetname. Okay.
liegt irgendwo ein Staubkorn rum. Bah, wo ist mein Taschentuch? Wo ist mein Tuch? Wegwischen damit. Ja, das ist halt das andere. Abgesehen davon, dass die Geschichte nicht stimmt, was willst du uns jetzt damit sagen? Ne? Dass deine Form der Haushaltsführung dann immer noch besser ist als die des Kumpels? Weiß ich nicht, Rainer. Kann man sich drüber streiten und die Dame tut das offenbar. Ne? Das ist das andere Extrem. Also ich bin kein Sauberkeitsfanatiker, aber ich würde mich nicht wohlfühlen. Auch als Mädchen. Ich gebe dir jetzt nur einen Tipp, wenn ich irgendwie bei einem Typ zu Besuch wäre und da würde es so aussehen, ich würde mich umdrehen und wieder weggehen. Also ich bin da sicherlich nicht die Ausnahme. Weißt du? Ja, halt nett, aber du weißt doch gar nicht, wie es von mir aussieht. Nee, weiß ich nicht. Ich kenne nur dein Zimmer und... Ist auch besser so, dass du nicht weißt, wie es da aussieht. Sonst würdest du nämlich nicht mal den Blick in die Türe wagen, durch die Türe wagen, geschweige denn einen Fuß da rein zu setzen. Was wir machen müssen, heute haben wir viel zu tun, letzte Rätsel, ja, was soll ich machen, was soll ich sagen? Es war ja kein Musikrätsel, sondern es war ne, dieses Tattoo, das ich mir gestochen habe im letzten Video. Und dieses Tattoo, habe ich gesagt, ist ein Name. Und tatsächlich, es ist der Name der guten Isis. Ich habe noch die gute Neftis. Grüße gehen raus in Erinnerung, dass sie es wusste. Und auch der Lord Baldi hat mit für Schweizer typischer Akribie und Langsamkeit es schließlich gewusst. Enträtseln können. Richtig, es ist Isis. Es ist die Hieroglyphe der Isis, eine der Hieroglyphen der Isis. Sie hat mehrere. Sie hat ja auch viele Namen. Da kam so ein bisschen die Frage auf, ja, wie funktioniert das denn eigentlich mit den ägyptischen Hieroglyphen? Ich habe ja auf meinem Zweitkanal, Haute Kultur, die Möglichkeit, sowas mal vorzustellen. Das werde ich auch bestimmt tun, aber da muss ich leider auch derzeit eine Strafe absitzen, denn ich habe ja dieses unselige Video, das ich übrigens grandios finde, ne, auch auf meinem Zweitkanal hochgeladen, nachdem es auf dem Erstkanal weggemeldet wurde. Da blieb es dann tatsächlich auch ein paar Tage stehen, aber mittlerweile sind schlaue Leute dahinter gekommen, dass dieses Video genauso wie das erste da sich ja nichts verändert hat, strikewürdig ist. Und deshalb muss ich da jetzt auch auf meinem Zweitkanal ein kleines Päuschen machen. Ja, gut, machen wir das halt. So, aber um das mal ganz kurz zu erklären, wie das mit den Hieroglyphen funktioniert. Einer hat zum Beispiel geschrieben, ja, diese Hieroglyphen stehen für Buchstaben. Das ist nicht richtig. Andere haben geschrieben, ja, diese Hieroglyphen stehen für Wörter. Das ist zum Teil richtig. Wie funktioniert das Ganze? Kurz gesagt, dass Hieroglyphen für Wörter oder für Gegenstände stehen, ja, das stimmt, aber sie funktionieren eben auch, und das macht die Übersetzung kompliziert, und ich stelle das sehr vereinfacht dar. Es gibt noch viele andere Komplikationen, die ich euch dann vielleicht in dem Video nochmal genauer erklären werde. Aber sie funktionieren eben auch wie so ein Rebus-System. Ne? Ein Rebus-System. Also ich sag jetzt mal ein blödes Beispiel, das natürlich nicht korrekt ist, nur damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Wenn ihr zum Beispiel den Namen Kleopatra schreiben wolltet, ne, in ägyptischen Hieroglyphen, dann nehmt ihr euch das Icon von Klee, ja, so ein vierblättriges Kleeblatt, ist natürlich Quatsch, nur ein Beispiel, ja. Nehmt ihr euch so ein vierblättriges Kleeblatt, so, da habt ihr Klee, dann malt ihr so einen alten Mann, das ist der Opa, ne, und dann noch Tra mit so einer Trompete oder so, ne, Tra. Trompete macht Tra. So, und diese drei Zeichen ergeben dann Kleopatra. Die bedeuten natürlich nicht Kleopatra, aber wenn ich diese Zeichen so lese, also die Silben dieser Zeichen lese, dann spreche ich Kleopatra aus. Ja. Und so haben Hieroglyphen eben auch funktioniert. Sie standen entweder für das Zeichen selbst oder sie standen für ein Wort bzw. eine Silbe. Und das macht es eben schwierig,
Weil der Ägyptologe muss sich dann immer wieder neben zahlreichen anderen Fragen, das ist noch viel, viel komplizierter, muss sich dann immer fragen, ist in diesem Falle hier tatsächlich das Bild selbst gemeint, also die Bedeutung dieses Bildes, oder ist es nur die Silbe, die man hier abgebildet hat, und man muss das Wort eben nur als zusammenhängende Kombination von Silben lesen und hat dann daraus die Bedeutung ziehen können. Ne? Also das ganz, ganz kurz zur Rolle oder zum Funktionieren dieser Hieroglyphen. Es ist also zum einen eine ikonografische Schrift, aber es ist eben auch eine Rebus-Schrift mit Silben. Gut, genug der Klugscheißerei. Mach mal weiter. Halt, dass du... Was ist denn in dem Zimmer dreckig? Ich habe jetzt das Video nicht da, aber es sah, wo du das Auspackvideo von deiner Kamera gemacht hast und kurz auf den Boden geschwenkt hast. Also da lag schon ein Haufen Zeug rum. Mhm. Was man eigentlich hätte wegräumen können. Auf dem Boden. Ich habe hier einen Korb mit leeren Dosen und Flaschen, ja. Den ich einmal in der Woche wegräume. Ich will dir ja nur einen Tipp geben. Weißt du, ich will dir nur einen Tipp geben, wenn ich mir sage, ich als Mädchen würde bei jemandem zu Besuch sein, ich würde wieder mich umdrehen und weglaufen. Das bezweifle ich, dass du das würdest, weil du weißt ja gar nicht, wie es bei mir wirklich ausschaut. Ich rede jetzt weil nicht... hier ein paar Sachen auf dem Tisch liegen. Wenn wirklich jemand, weil jetzt hier mal zwei Päckchen Kaffee, weniger Zucker, weniger Milch und mein Kaffeezeug auf dem Tisch liegen, dazu vielleicht jetzt noch ein paar Reste vom Alkohol und so weiter hier auf dem kleinen Tisch liegen, ganz ehrlich, das ist alles andere als schmutzig. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich habe halt nur das Video gesehen. Bei mir sah es früher, als meine Mutter noch hier gewohnt hat, sah es wesentlich schlimmer aus in dem Zimmer hier. Das kann ich nicht beurteilen, Rainer, aber ich hoffe für deine Mutter nein, und ich glaube auch nein. Deine Mutter mag nicht die allerfleißigste Person gewesen sein, von irgendwem muss es ja auch haben, aber ich glaube nicht, dass sie auch nur annähernd so faul gewesen ist wie du, denn spätestens bei Rudis Feierabendbier wären wahrscheinlich die Schellen geflogen, ne? Wie man das ja aus deinem Haushalt so kennt. Ne? Es gab gewisse erzieherische Maßnahmen, ne? Und es gab auch Dinge, die erzieherisch für wichtig gehalten wurden, und die man weitergab an die nächste Generation. Etwa die Weisung, niemandem ins Wort zu fallen. Ne? Wir können uns vorstellen, Rudi am Abendbrottisch, ne, erzählt von seinem aufregenden Tag. Und Rainer klugscheißert irgendwas dazwischen. Ne? Und dann gibt's erstmal Schellen. Ne, vom guten Rudi. Und der gute Rudi sagt, Jung, fall mir nicht ins Wort, lass mich ausreden. Ne. Das hat der Rainer bis heute verinnerlicht. Ne. Und hat daraus eine kluge Strategie entwickelt, einfach indem er den Mund gar nicht mehr hält. Ne. Und insofern darf er dann mit diesem Argument jeden abschmettern, der ihm da irgendwie versucht, in die Parade zu fahren. Ne? Denn der Rainer hat ja noch nicht ausgeredet. Das war sehr wichtig in der Familie Winkler, dieses Prinzip weiterzugeben. Deshalb bezeichnet er ja auch zu Recht jeden, der dieses erzieherische Mittel nicht kennt oder sich nicht daran hält, als unerzogen. Ne? Das sind unerzogene Hater. Die haben keine Erziehung und auch kein Gehirn genossen, ne, diese Leute. Alles andere war am Tische der Familie Winkler erlaubt. Ne? Schellen, Kraftausdrücke, Beleidigungen, das ist alles in Ordnung, erzieherisch gesehen. Aber den Rudi aussprechen lassen, das war oberstes Gebot. Ne? Und da der Rudi ja nicht mehr unter uns weilt, rest in peace, mein Lieber, hat sich dieses Geburtsrecht quasi auf den ältesten Idioten der Familie übertragen. Ja? Habe ich jetzt gerade Idiot gesagt? Nein. Meine Lieben,
Meine lieben indischen Facharbeiter, die dieses Video womöglich untersucht, Idiot ist ein Begriff, der, soweit ich weiß, aus dem Griechischen kommt. Es war also ursprünglich ein akademisches Wort, das dann Eingang gefunden hat in die deutsche Umgangssprache. Ich meinte es allerdings in akademischer Hinsicht, denn ich bin Akademiker, ne? Ich kann nichts dran machen, meine lieben indischen Freunde, ich bin Akademiker und deshalb verwende ich dieses Wort Idiot durchaus nicht despektierlich, sondern ich verwende es mit einer wissenschaftlichen Neutralität, ne? So möchte ich es mal sagen, nur um euch das zu erklären. Ihr werdet das sicherlich alles verstanden haben, was ich gerade ausgeführt habe. Und danke für euer Verständnis und strikt mich nicht, ne? Nicht schon wieder. Warum qualmt jetzt hier die Kippe? Ich habe mit meiner Schwester dieses Zimmer hier erst einmal 2,5 bis 4 Stunden aufräumen dürfen. Och. Bis dieses Zimmer so aussah, wie es jetzt aussieht. Der Boden sieht vielleicht ein wenig dreckig aus, weil es so ein komischer Teppich ist, aber der ist total sauber. Der ist sogar wesentlich besser erhalten als der im Schlafzimmer, wo es dasselbe Teppich ist. Ja, weil da ja Müll drauf liegt. Und wie ich ja eben sagte, so ein Teppich ist gut geschützt, wenn er von Müll bedeckt ist. Ne? Der tut dem Teppich durchaus nicht schlecht. Sag mal, wenn du dich wohlfühlst, ist es ja okay, aber es ist halt wirklich, du lieferst den Hatern in Anführungszeichen halt wieder Futter mit so Sachen. Das ist, auch wenn es dir egal ist. Ist mir jetzt eigentlich auch egal. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, Musikrätsel? Nee, heute machen wir nochmal so ein anderes Rätsel, und zwar ein Filmrätsel. Ich habe mir überlegt, ihr sollt raten, welches ist die erotischste Filmszene für den Kunstliebhaber-Hater. Ja, jetzt guckt da, ne? Euch gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Filmszene, die für mich die erotischste ist, hat nichts mit Stroh oder Alarm zu tun. Ne? Also denkt in eine andere Richtung. Ich gebe euch einen Tipp. Es ist ein bekannter Film, und jeder, der schon mal, was weiß ich, von Sonnenuntergang bis zum Morgengrauen Filme geguckt hat, ne? Der kennt diesen Film. Und da gibt es eine berühmte Tanzszene. Und ich hätte gerne gewusst, welche Schauspielerin diese Tanzszene aufführt oder wahlweise, wie diese Person im Film heißt. Das ist mir egal. Ja, alles klar. Bis denn. Ich denke immer daran, was ist mit der Zukunft? Irgendjemand wird dieses Video irgendwann wieder ausgraben. Und es wird dir ewig anhängen. Na klar. Und dir mag es vielleicht egal sein, aber ich sag, du wünschst dir eine Familie, du wünschst dir Kinder. Das wird dir irgendwann in den Arsch beißen. Das wird dir wirklich irgendwann... Ich habe in meiner Vergangenheit Sachen. Das wird dir irgendwann in den Arsch beißen. Ist nicht von mir, liebes indisches Fachpersonal. Ich habe nur die Dame zitiert, ne? Das ist gut gesagt, ne? Denn zum Zeitpunkt dieses Discord-Leaks oder dieses Discords hatte der Rainer sich noch nicht gewisse Dinge in das Rektum gepumpelt. Ne? Hat er noch nicht gemacht. Das hätte die Dame wahrscheinlich zu noch ärgerem Widerwillen und deutlicheren Kritik angespornt. Aber davon konnte sie damals noch nichts wissen, dass das gute Rainerle sich kurze Zeit später allerlei Dinge in den Allerwertesten trieb. Ne? Mit großem Vergnügen für sich und mit großem Missvergnügen derer, die diese Videos leider angesehen haben. Macht, auf die ich nicht stolz bin. Lange vor YouTube. Ja, du Spoiler, du wirst noch viele Dinge machen, auf die du nicht stolz sein wirst. Ne? Augenblicklich fährt er ja über den Ofen. Ne? Oder wie hieß das Ding? Ofen? Ja, dieser Hügel da. Weißt du, dieser Hügel? Oh, was ist denn da? Okay. Dieser Hügel da, ne, den wir alle kennen, wie heißt denn dieser Hügel? Irgendwas mit A, ne?
irgendwas mit A, sind genau genommen Paarügel und da muss man über so einen bestimmten drüber, der heißt Ofen und dann schwupps ist man in, wie heißt das Ding? Rimini, ne? Rimini. Rimini übrigens liegt am Meer, ne? Zum veganen Ja-Metzger. Lasst mich da noch mal was sagen. Warum habe ich den geleakt? Leute, natürlich habe ich den nicht geleakt, aber ich glaube, das Ganze ist ins Rollen gekommen durch einen Kommentar. Ich habe den veganen Ja-Metzger abonniert und habe eigentlich auch, wenn ich mir mal ein Video von ihm angeschaut habe, immer so Däumchen nach oben gegeben. Das gehört sich ja auch so. Jetzt hatte ich aber kürzlich unter einem seiner Videos einen negativen Kommentar geschrieben. Und zwar bezog er sich auf Rimini. Der vegane Ja-Metzger hat in ziemlich kurzer Zeit zwei blöde Dinge gesagt. Er hat zum einen gesagt, ja, der Rainer ist jetzt in Rimini, ich weiß gar nicht, ob Rimini am Meer liegt. Dem Rainer geografische Unkenntnis anzuhängen ist nicht schwierig. Aber dann muss man selbst auch ein bisschen heller glänzen als derjenige, auf dem man das dann austrägt. Ne? Also dass Rimini am Meer liegt, das sollte einem in seinem Leben schon einmal begegnet sein. Und dann hat er so etwas gesagt wie, ja, der Rainer hat sich über die teuren Hotels in Italien gewundert, er hätte ja mal googeln können. Ne? Hotelpreise in Italien. Da habe ich auch geschrieben. Also erstens, Rimini liegt am Meer und zweitens, die Hotelpreise in Italien zu googeln, ist ein wenig dumm. Ne? Finde ich. Ist ein wenig dumm. Dann was gebe ich da bei Google ein? Hotelpreise in Italien? Ne? Gut, das war ein kleiner Kritikpunkt, den ich geäußert habe. Ich habe nicht mal einen Daumen nach unten gegeben für das Video, sondern ich wollte es einfach nur mal loswerden. Als mich doch ein bisschen schockiert hat. Und das ist, glaube ich, dann zum Anlass geworden, da plötzlich eine große Fehde zwischen uns zu sehen. Dabei habe ich mit diesem Menschen wirklich noch nie irgendwas zu tun gehabt. Ehrlich nicht. Ich habe mit ihm nie was zu tun gehabt. Ich habe nie mit ihm gestreamt oder ich habe nie mit ihm irgendwie eine Nachricht auf Discord oder sogar WhatsApp oder was auch immer verschickt. Ich kenne ihn nicht. Ne? Ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nur von seinen Videos her, aber jetzt habe ich ihn geleakt. Okay, dann habe ich ihn geleakt. Ich kann damit leben. Also, ihr kennt Herostrat, ne? Herostrat, sagt euch was, dieser Begriff Herostrat? Herostrat hat das Heiligtum, das Kultheiligtum von Delphi hat er angezündet, ne? Warum hat Herostrat das getan? Nicht, weil er was gegen den Kult hatte, sondern Herostrat hat das getan, um berühmt zu werden. Das war sein einziger Grund. Ne? Herostrat hat sich gesagt, ich bin nix, ne? Ich kann nix, ich bin ziemlich einfaches Lichtlein, ne? Das ziemlich bald ausgeblasen wird und keine Spuren in der Geschichte hinterlassen wird, ne? Einfach weil ich zu unbedeutend bin. Wie kann ich berühmt werden? Na, YouTube gab es ja damals noch nicht im antiken Griechenland. Und da hat er sich gesagt, berühmt werden kann ich durch eine spektakuläre Tat. Und dann hat er das eben getan und er ist berühmt geworden, denn wir alle kennen ihn noch heute unter diesem Namen Herostrat. Ja. Und jemand, der etwas macht, nur um berühmt zu werden, wird häufig als Herostrat bezeichnet. Man könnte also in gewisser Weise, liebes indische Fachpersonal, Rainer als Herostrat bezeichnen. Ein Herostrat. Ne? Warum ist der Rainer ein Herostrat? Er ist ein Narzisst, ja, der zusätzlich beeinträchtigt wird durch eine, jetzt aufgepasst, liebes indische Fachpersonal, es folgt keine Beleidigung, durch eine Inaktivitätsatrophie der Großhirnrinde. Inaktivitätsatrophie der Großhirnrinde bedeutet in schlichtes Deutsch übersetzt, verblödet durch Nichtdenken. Also der Zustand anhaltenden Nichtdenkens,
führt letztendlich, letzten Endes, und das ist Fakt, zur Verblödung. Ne? Inaktivitätsatrophie der Großhirnrinde. Ja? So ist das, liebes indische Fachpersonal. Aber ich habe diese Sachen schon vor langer Zeit akzeptiert. Und genauso ist es auch mit meinen YouTube-Sachen. Ich werde in 10 Jahren, denke ich mir vielleicht scheiße oder schäme mich dafür. Dennoch werde ich es akzeptieren, weil es einfach mein Wesen ist. Es ist meine Persönlichkeit. Das macht mich aus. Es war immer so und wird immer so bleiben. Gleich, Mäuschen, gleich, ja? Ja, das ist, ich meine, es ist ja keine schlechte Eigenschaft, aber ja. Weißt du, für mich hat es halt gleich. Den Eindruck, du hast damit abgeschlossen, du akzeptierst deine Situation. Ja. Du sagst dir, es ist egal, was die Leute denken, aber es ist halt, so ist halt das Leben nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt unglücklich bin, nur weil ich arbeiten gehe, weil ich wenig Freizeit habe. Man muss arbeiten. Es ist nun mal so, man muss arbeiten gehen, man muss, kann nicht, sich nicht unbedingt seine Träume verwirklichen. Ja. Man kann nicht immer machen, was man will. Was meinst du, wie oft ich irgendein, jetzt sag mal meinem, ja gut, das kann ich nicht sagen, aber es gibt auch Leute, denen ich sagen würde, halt die Fresse am liebsten, aber ich kann es eben nicht machen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dann unglücklich bin oder eingesperrt bin, nur weil du das machen kannst, sondern das hat auch ein bisschen was mit Konventionen und Manieren zu tun. Man kann halt nicht immer machen. Ja, ich habe jetzt nicht zugehört, ne? Aber apropos Emma, ich sagte ja heute, Mama, so ein bisschen Nähkästchen vielleicht. Ich war ja jetzt ein paar Tage in Nürnberg. Ne? Jetzt fragt ihr euch vielleicht als treue Zuschauer, was macht der Kunstliebhaber-Hater in Nürnberg? Ne? Warum ist er so oft in Nürnberg? Ämmchen. Ämmchen war natürlich auch in Nürnberg. Was mache ich da? Ich habe eine Affäre. Ja, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe eine Affäre, die mich immer wieder nach Nürnberg zieht. Und zwar, jetzt haltet euch fest, mit einem Mann. Ne? Zum ersten Mal in meinem Leben mit einem Mann. Eine sehr schöne Beziehung, finde ich. Ne? Ich darf euch auch den Namen nennen. Er hat es mir gestattet, irgendwie. Ne? Also dieser Herr heißt Hans-Baldung Green. Ne? Ganz toller Typ. Hans-Baldung Green heißt er und mit dem habe ich so eine Affäre. Es spielt da auch so eine Frau noch eine Rolle. Ne? Das ist so eine Madonna mit Papageien. Ne? Ja, wir haben da so eine Dreiecksbeziehung. Und ich fahre oft dahin, um ihn zu sehen. Ne? Ich fahre oft dahin, um ihn zu sehen. Und vielleicht schreibe ich auch was drüber. Ne? Ich bin ja so der fleißige Affärenschreiber. Ne? Alle Affären, die ich so habe, bringe ich zu Papier und veröffentliche sie dann gewinnbringend. Und das werde ich dann vielleicht in diesem Falle auch machen. Eine Geschichte über die Dreiecksbeziehung zwischen mir, dem Hans-Baldung Green und dieser Frau, dieser Madonna mit Papageien. Ja, das wollte ich euch jetzt sagen. Na, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Mir ist in Nürnberg, sind mir 2 Dinge passiert. Ne? das erste Erlebnis, also 2 lustige Dinge passiert. Das erste Erlebnis, das kann ich euch nicht alleine erzählen. Das würde ich gerne mit einer Person erzählen, die dabei war. Sie war zwar auch beim zweiten Erlebnis dabei, aber das kann ich eher so als Einzelstück vorbringen, aber bei dem ersten Erlebnis, glaube ich, ist es wichtiger oder lustiger, das mit der Person zusammen zu machen. Und schreibt mir mal, ob ihr dazu Lust habt, diese Geschichte zu hören. Ich wurde nämlich, oder wir wurden im Grunde genommen im Verlaufe dieser Geschichte als drogenabhängige Rassisten beschimpft. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Was hat dazu geführt, uns als drogenabhängige Rassisten zu beschimpfen? Es ist eine schöne Geschichte, finde ich. Aber die kann ich nicht alleine erzählen. Was ich euch alleine erzählen kann, ist Folgendes. Wir saßen in der Straßenbahn und so ein Typ hat die Emma ins Auge gefasst, ne? Offenbar ein Hundeliebhaber, und sagte so zu mir, ja, wie alt ist denn die Emma? Und dann sagte ich so, 7 oder 8. Und da guckte er schon so komisch, 7 oder 8?
Ja, sagte ich, ich habe sie erst 4,5 Jahre. Ich dachte, damit sei die Sache klar. Nicht für den Sherlock da. Der rechnete dann und sagte, 4,5 Jahre hast du die? Ich sagte, ja. Und da weißt du nicht genau, wie alt die ist? Ich sagte, nee, die ist wahrscheinlich 7 oder 8. Ich hab sie ja erst 4,5 Jahre. Ja, aber wenn du sie 4,5 Jahre hast, dann musst du doch wissen, wie alt sie ist. Ich sagte, ja, sie hat mir ihren Geburtstag bis jetzt nicht verraten. Ja, aber das muss man doch rauskriegen können. Ich sagte, was willst du mir denn jetzt erzählen? Soll ich da Ahnenforschung betreiben? Soll ich eine DNA-Probe mit einer Altersanalyse erstellen? Was willst du denn eigentlich von mir? Aber er ließ sich da nicht beirren. Er fand es für einen Hundebesitzer unverantwortlich, ne, einen Hund zu haben, 4,5 Jahre lang und nicht zu wissen, wie alt genau dieser Hund ist. Dann mussten wir auch zum Glück aussteigen und haben noch ein bisschen darüber gelacht, aber es war schön. Das erste Erlebnis mit dem drogenabhängigen Rassisten war noch ein bisschen lustiger, aber wie gesagt, das erzähle ich besser nicht alleine. Was man will. Und du, auch wenn du jetzt sagst, in dem Ich brauche da nämlich auch ein bisschen Rückendeckung. Nachher stehe ich wirklich als drogenabhängiger Rassist da. Ne? Ich meine, drogenabhängig, das können wir uns schenken. Ne? Aber den Rassismusschuh ziehe ich lieber nicht an. Moment ist es dir egal. Es wird dir, wie gesagt, irgendwann nicht mehr egal sein und du Ja. tust nicht nur dir was Schlechtes damit. Ich hab schon vor 10 Jahren Sachen gemacht, die mir nicht egal sind. Aber ich akzeptiere sie. Ja, aber Es warum? geht mir nicht darum, es ist nicht der Punkt, ob mir das egal ist oder nicht egal ist. Ich akzeptiere, dass ich in meiner Vergangenheit Sachen gemacht habe, die ich jetzt leider nicht mehr machen würde oder anders machen würde. Ich kann doch mein ganzes Leben. Du wirst. Ja, auch nochmal gefragt. Was denkt ihr, was ist mit Rainer los? Was ist los mit dem Mann? Warum tut er nichts? Aktuell, warum kommen keine Videos? Warum kommen keine Streams? Der eine oder andere hat gesagt, er sei wohl in eine Notunterkunft gelangt. Muss ich mir das so wie bei Familie Ritter vorstellen? So ein Ding, wo man dann von 8 bis 18 Uhr oder so, glaube ich, vorm Haus, vor der Wohnung sitzen muss, weil man sich tagsüber da nicht aufhalten darf. Ja, es gibt viele Spekulationen, aber es ist ja bald vorbei. Schaut mal, wir haben heute den 19. Morgen ist der 20. Denkt dran, morgen hat Chester Bennington Geburtstag. Rest in peace, mein Lieber. Und dann sind es nur noch 3 Tage und wir haben einen spannenden Tag vor uns. Ne? Nehmt euch frei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wird von morgens bis abends vor YouTube gehangen und wir harren der Dinge, die da auf uns zukommen. Vielleicht wird es wieder mit einem Prozesstag zu Ende sein. Das würde mich freuen, wenn es nicht nochmal vertagt würde. Und dann hätten wir am Mittwoch schon das Ergebnis. Und möglicherweise wird sich der Rainer am Mittwoch dann auch gleich in die Obhut des Staates begeben und einziehen, wo er dann für die nächsten Jahre wohnen wird. Denn es macht ja eigentlich keinen Sinn, ihn weiter sinn- und ziellos durch Deutschland meddeln zu lassen, wo er doch im Gefängnis ein warmes Stübchen hätte, ne? In deinem Leben nie was machen, was du nicht bereust. Und Naja. sobald du das akzeptiert hast, kannst du mit dir auch selbst im Reinen sein. Also ich habe zum Beispiel nie bereut, dass ich Abitur gemacht habe. Ich habe nie bereut, dass ich studiert habe. Und das ist das. Nee, das ist das, was ich versuche, dir Hast irgendwie. irgendwann mal einen Freund gehabt, mit dem du zusammen warst und den du erst Natürlich. später hinterher bereut hast? Hast du irgendwann mal zu irgendeinem Menschen was gesagt oder was gemacht, was du hinterher bereut hast? Das ist gut, Rainer. Das ist gut. Das hat jeder von uns schon gemacht. Jeder von uns hat einem anderen Menschen etwas getan oder etwas gesagt, was man bereut. Ich kenne aber einen Menschen, der das nie getan hat. Jetzt darfst du mal raten, wer dieser eine Mensch ist, der noch nie etwas bereut hat, was er gesagt hat. Der immer, wenn er
eine Spur von Reue vorgetragen hat, diese Spur komplett zerstört hat durch das Wörtchen aber. Ja, ich habe gesagt, die Haut ist kein Organ, mag sein, sie ist medizinisch ein Organ, aber, ne? Ja, ich habe gesagt, der Holocaust ist eine heiße Sache, aber, ne? Aber, ja, ich habe gesagt, die Wien-Toten waren mir egal, aber, ne? Aber, ich war sehr müde, ne? War sehr müde, und wer kennt das nicht, wenn man total übermüdet ist, dann, dann kommen solche menschenverachtenden Dinge einfach ganz, ganz natürlich heraus, ne? Ohne dass man das möchte. Und deshalb darf man darüber auch nicht angefeindet werden. Das ist ja logisch. Ne? Jeder Mensch mag. Es geht nicht darum, was du jetzt beruflich magst oder was du jetzt in 10 Jahren für andere Sachen magst. Es geht darum, in deinem Leben wirst du immer irgendetwas machen, was du später bereust. Natürlich habe ich Sachen gemacht, die ich bereue, aber die haben im Normalfall nicht irgendwie 100 Leute mitbekommen. Also ich weiß ja, manche nehmen sehr ernst, was ich sage. Deshalb als kleine Korrigation. Ne? Ich habe natürlich Fuddels Kanal, Fuddels Cloud nicht zerstört. Fuddel restrukturiert das Ganze, wenn ich das mal in meinen einfältigen Worten so formulieren darf. Also der führt da Veränderungen, Verbesserungen, bla 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 durch und deshalb ist die oder war die kurz nicht zu erreichen. Das hatte jetzt eigentlich nicht viel mit mir zu tun. Ja. Bekommen. Bei dir kriegen es ja mit YouTube hunderte, tausende Leute mit. Und es sind... Das macht aber keinen Unterschied. Doch, macht es. Das, wow. Das macht Unterschied, ob ich jetzt bereue. Mit... Aber, muss ich sagen, aber der Arni, ne, Grüße gehen raus, der Arni ist natürlich wirklich ein Feind. Ne? Also das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne, beim Fuddel und beim Ofenkäse. Ja, ich mach die nicht, ne? Grüße gehen raus an euch beide. Ich mag euch überhaupt nicht. Pff, gut. Anderes Blatt. Ne, aber der Arni ist wirklich mein Feind. Und den werde ich vernichten, zerstören. Ne? Alles wegstriken, was nur da ist. Ne? Und der macht auch immer diese Sachen, dass er da rein in den Rainer sagt, ja, manchmal erwähnt er dann Emma, ne? Aber manchmal auch nicht. Ja, und ich habe das sehr genau notiert und das gibt natürlich Abzüge. Ne? Abzüge, was die Werbeeinnahmen angeht. Ne? Cashflow muss ich auch generieren, mein Lieber. Ne? Und solche geklauten Zitate, da verstehe ich keinen Spaß. Ne? Herr Solmecke, das wird, sobald die Sache mit dem Ring geklärt ist, Ihr nächstes Projekt. Mit einem Ex-Freund zusammen gewesen zu sein oder ob ich bereue, hunderte von YouTube-Videos gemacht zu haben und Millionen von Internetbildern zu haben, wo ich irgendwie fertig gemacht werde, wo jeder jederzeit einsehen kann. Also ich finde schon, dass das einen Unterschied macht. Warum? Weil wenn ich nicht von dem Ex-Freund erzähle, es niemand weiß, dass ich das bereue. Meine Kinder irgendwann werden nicht wissen, dass ich das bereut habe, mit dem und dem zusammen gewesen zu sein. Die werden das nicht wissen. Ja und? Mein neuer Freund wird auch nicht wissen, dass ich, wenn ich es nicht erzähle. Das ist aber genau das, was ich meine. Es klingt dann immer so, als hätte Rainer von Anfang an das Gespräch auf diesen Punkt hingeführt. Und jetzt hat er sie. Jetzt hat er sie. Genau die Stelle. Ne? Da hat er sie jetzt. Jetzt kommt was ausgesprochen Kluges. Bei Rainer kommt immer was ausgesprochen Kluges, wenn er sagt, es ist ja genau das, was ich meine. Ich kann diese Stimmen nicht gut nachmachen. Ich habe mich totgelacht gestern bei einem Video von Neftis. Grüße gehen raus. Ich glaube, das ist das Neueste. Da hat sie einen Rainerschen Text vorgelesen. In vielen verschiedenen Stimmen. Und mich hat die Dame, mit der Rainer kopulierte, ganz besonders entzückt. Denn diese Dame sprach ja, so breites Kölsch. Ne? Fand ich unglaublich super. Schaut da mal rein. Das ist ein geiles Video. Sehr, sehr lustig vorgetragen. Und vergiss die Computerstimme, meine Liebe.
Ist doch völlig egal, ob es jemand weiß. Wenn du Finde ich selbst nicht. akzeptierst, dass es so war, ist es eben so. Also finde ich nicht. Ich meine, jeder kennt von uns aus den 80ern noch, dass er irgendeine hässliche Hose oder eine hässliche Frisur hatte und sich nach 10 Jahren das Bild anguckt und denkt, Alter, wie habe ich 80ern ausgesehen? ist gut, in den Ja, 80ern bin ich geboren, in den 89. 90ern, für meinen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Anneft ist hochgezogen. Ja, haben wir gemacht. Foto gehatet, haben wir gemacht. Metzger League gestanden, haben wir gemacht. Arnold Degger, Zerstörung angekündigt, haben wir auch gemacht. Kleine Seitenhiebe auf den heiligen Ofenkäse gemacht. Ich glaube, dann bin ich fast durch mit meiner Liste für heute. Ist doch gut gegangen. Meinetwegen 90er. Ich weiß nicht, wenn du gerade meine Eltern zum Beispiel, wenn die irgendwelche Bilder von sich aus den 70ern sehen, die lachen sich den Arsch ab, wie sie da ausgesehen haben. Und es mag vielleicht lustig sein, weil es da alle so gemacht haben. Aber ich sag dir, gut, in 10 Jahren werden wir uns wahrscheinlich nicht mehr irgendwie über Skype reden. Aber ich sag dir, in 10 Jahren oder vielleicht früher bereust du das, was du gemacht hast. Und dann sagst du das nicht mehr so einfach, dass du das akzeptiert hast. Wenn dir das in den Arsch beißt, wenn du beruflich nicht die Chance ergreifen kannst, nur aufgrund dieser Videos. Ich glaube, dass Rainer so ziemlich alles bereut, was er getan hat. Allerdings ist das eben die Reue eines Narzissten, ne? Ein Nicht-Narzisst würde den Fehler bei sich selber suchen und dann den Schluss ziehen, okay, das hast du gemacht, das war nicht gut. Für die Zukunft wenigstens die Erkenntnis ziehen, das nicht wieder zu tun. Eine gewisse Verhaltensänderungen anzustreben. Na? Aber für den Narzisst ist der Fehler ja nie bei ihm zu suchen, sondern bei den anderen. Und deshalb ist es zwar eine Reue, aber nicht eine Reue über das eigene Fehlverhalten, sondern über das Fehlverhalten der anderen, der Welt. Na? Die Welt ist grausam und schrecklich, na? Wenn beim Narzissten nicht alles so läuft, wie es laufen müsste. Na? Und bei Rainer läuft offen gestanden, gar nicht, wie es laufen müsste. Man muss sich da wirklich mal vorstellen, dieser Mensch fährt mit seinem dicken Auto, durch Europa, muss man ja fast sagen, und besucht dort Rastplätze, auf denen er schläft. Seit mehreren Wochen mutmaßlich in der gleichen Kleidung und Unterwäsche. Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie dieser Mensch und dieses Vehikel stinken muss. Ne? Ich hatte ja mal auf Haute Couture oder auch auf Emma Liest so ein Video hochgeladen, da ging es um Galeeren, ne? Um Galeerensträflinge. Und da habe ich zum Beispiel erzählt, in den Galeeren, auf den Sträflingsgaleeren war es eben üblich, die es übrigens nicht in der Antike gab. In der Antike gab es keine Galeerensträflinge. In der Antike waren die Galeerenruderer Teil der Marine. Das waren ausgebildete Fachleute, wie ihr lieben Inder. Ja, Grüße gehen raus. Und aber das kam dann eben im 15., 16., 17. Jahrhundert. Das war, glaube ich, so die Hochzeit. Und da waren die Galeerensträflinge tatsächlich sogar angekettet 24/7. Die waren 24/7 auf ihrem Sitz angekettet. Und dementsprechend ihre Notdurft verrichteten die an Ort und Stelle. Die standen also mit ihren Füßen bis zu den Knien fast in ihrer eigenen Scheiße und Pisse. Und erbrochenem und Blut. Und so ungefähr stelle ich mir Rainers Vehikel vor, an das er ja auch irgendwo gekettet ist, 24/7. Und man hat damals eben auch die Erfahrung gemacht, wenn eine Galeere in einen Hafen einfuhr, je nachdem, wie der Wind stand, dann konnte man die Galeere eher riechen, als dass man sie am Horizont sehen konnte. Eben aufgrund dieses üblen Gestanks, der dort herrschte. Und ich denke, vielleicht ist dieses Phänomen auch beim Ford Blue
zu beobachten. Vielleicht hat der olfaktorische Sinn den Fort Blue auch schon eher erkannt, als das Auge ihn am Rastplatz hat stehen sehen. Auch das wäre natürlich ein Vorteil für die Heder, die da gar nicht, selbst wenn der Fort Blue gut versteckt ist, ne, könnte man ihn immer noch riechen und somit ausfindig machen. Rainer, da musste dir was einfallen lassen. Videos, wenn du irgendwie ein Mädel kennenlernst aufgrund dieser Videos, weil sie nicht damit in Verbindung gebracht werden will, nicht irgendwie die Liebe deines Lebens hast. Wenn ich die Liebe meines Lebens finde, wird sie das akzeptieren. Ansonsten habe ich nicht die Liebe meines Lebens gefunden. Das ist Wunschdenken. Das Das ist ist kein doch. Wunschdenken. Du verstehst das nicht. Ich Sie habe ist schon ja mal dumm. gesagt, dass ich nicht an Gott und so weiter glaube. Ich habe meinen Ich auch eigenen nicht. Glauben. Ich auch nicht. Ich bin Ich Atheist. glaube, ja, war ich eine Zeit lang auch, aber ich habe meinen eigenen Glauben. Ich glaube an die Seele. Und solange ich an die Seele glaube, glaube ich auch an die Seelenverwandtschaft. Heißt, dass es immer eine zweite Seele gibt, die mit deiner zusammengehört, die immer schon zusammengehört hat. Ihr kennt ja das Gleichnis vom Kugelmenschen bestimmt. Platon hat es in einem seiner Dialoge dargestellt. Ich glaube, es ist aus dem Buch. Jetzt lasst mich das Festmahl. Ne? Das Festmahl. Da kommen also intelligente Männer zusammen an diesem Festmahl und die sprechen über die Liebe. Und einer davon hat über die Kugelmenschentheorie referiert. Er hat also gesagt, ursprünglich waren die Menschen Kugeln. Ja, die hatten vier Arme, vier Beine, zwei Köpfe, so eine Kugel. Und dann wurden diese Kugeln ja auseinandergerissen. Und jetzt waren diese Menschen plötzlich alleine. Ja, sie waren keine Einheit mehr, keine Kugel mehr. Und die Menschen suchen jetzt, das wird dann als Liebe bezeichnet, die Menschen suchen jetzt nach ihrem ehemaligen Gegenstück, zur Vervollkommnung der ehemaligen Kugel. Ne? Nun ist das aber bei Rainers Fall obsolet, denn der Rainer ist ja schon die Kugel. Ne? Er hat ja sein Gegenstück bereits gefunden. Ne? Das Gegenstück vom Rainer ist der Rainer, ne? Oder der Drachenlord. Und die zwei, die passen wunderbar zusammen. Ja? Und das ist die ursprüngliche Kugel. Da kommt jetzt keine Kugel mehr dazu, mein lieber Rainer. Du bist schon komplett, so wie du bist. Und das ist auch gut so. Und durch verdammt viele Jahrhunderte zusammengehört hat und sich immer wieder findet. Vielleicht nicht in diesem Leben, vielleicht nicht im nächsten, aber irgendwann wieder. Symposion. Genau, so hieß es. Symposion. Also Festmahl auf Deutsch. Und wenn ich Also, ihr seht, heute lernen wir aber richtig was, ne? Liebe indische Facharbeiter, das hier ist auch ein Bildungskanal, ne? Der sich nicht durch Beleidigungen hervortun möchte, sondern auf das Lehren und Belehren der geneigten Zuschauerschaft, ne? diese Liebe gefunden habe, dann wird diese Liebe es auch akzeptieren, wie ich mein Leben gelebt habe, weil es dann keine Rolle spielt. Ja, genau. So ist es ja auch, Rainer, ne? Der Rainer Winkler hat die Liebe seines Lebens gefunden, nämlich sich selbst, ne? Den Drachenlord. Und für den Drachenlord spielt es keine Rolle, was der Rainer Winkler tut, ne? Der Drachenlord findet alles super, was der Rainer Winkler macht, ne? Und der Rainer Winkler findet alles super, was der Drachenlord macht, ne? Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Ja, Glückwunsch kann ich da nur sagen. Ich Darum wün geht es ja, nicht. ich wünsche es dir, aber ich schätze die Chancen wirklich gering ein. Auch wirklich, Natürlich ist die Chance ja. gering. Die Chance steht etwa 1 zu 10 Milliarden. Ja. Und das ist nicht einmal, und das ist noch nicht einmal untertrieben. Doch. Weil es keine 10 Zilliarden Menschen auf der Welt gibt, Rainer. Ne? Das weißt du nicht, aber theoretisch wäre die Chance 1 zu der Anzahl der Menschen. Ne? Dann müsste man da natürlich noch viele, viele abziehen, ne? Die Jungen und die ganz Alten.
geschlechtsspezifische Präferenzen hast du ja nicht. Auf der anderen Seite hast du immer gesagt, du kannst dir eine Beziehung nur mit einer Frau vorstellen. Also müssen wir dann auch nochmal die Hälfte reduzieren. Und dann kommen wir zu der Wahrscheinlichkeit, die es braucht, dass du dein Gegenstück findest. Ja? Aber ich habe dir ja schon Entwarnung gegeben, du hast es bereits gefunden. Ja? Glückwunsch. Aber die Sache ist die, wenn ich in diesem Leben diese eine Liebe nicht finde, dann spielt es keine Rolle, ob jemand das akzeptiert oder nicht, weil dann ist es nicht die richtige Person. Und es ist auch kein Wunschdenken. Also gesucht wird eine Frau, von mir aus, ich bin ja immer gerne dazu bereit, Beziehungen anzustiften. Wie sagt man, da gibt es doch so ein Wort, zu verkuppeln. Ja. Ich mag es gerne, Menschen miteinander zu verkuppeln. Und liebe Frauen unter meinen Zuschauern, wenn ihr euch hingezogen fühlt zu einem Menschen, der sich in jeder Beziehung aufführt wie ein Schwein, dann habt ihr vielleicht euren Seelenpartner gefunden. Ne? Also, ihr dürft euch gerne per Mail an mich wenden. Ich werde euch dann an meinen Psychologen weiterleiten und vielleicht auch an Rainer. Ich habe immer schon gesagt, und ich wünsche mir Kinder von ganzem Ne? Herzen, und ich will auch unbedingt eine Freundin und meine Liebe finden. Aber das habe ich immer schon gesagt, auch schon, wie ich ganz klein war, und auch das sage ich auch noch als Erwachsener. Ja, dann solltest du dir aber im Gegensatz zu deinen Haustieren bei Kindern doch die Mühe machen, wenigstens mal zu googeln. Ne? Kinder halten keinen keinen Winterschlaf. Ne? Das ist schon mal sehr wichtig. Regelmäßige Beköstigung mit gesunder, ausgewogener Nahrung ist von Vorteil. Ne? Manche Kinder mögen das sehr. Ja, also grundsätzlich Essen, Trinken kann nicht schaden, Herr Winkler. Und dann gibt es noch so ein paar andere kleine Sachen, die man bei der Kinderaufzucht zu beachten hat. Darüber kann ich aber keine Auskunft geben, weil ich nie Kinder aufgezogen habe. Und das ist gut so, für mich und für die Kinder. Ja. Und das ist auch kein Wunschdenken. Wenn ich diese eine Person in diesem Leben nicht finde, dann bleibe ich alleine. Ja, aber ich glaube mir, das sagst du vielleicht jetzt, aber in keinem. Das habe ich auch vor 10 Jahren gesagt, und genau zum gleichen Zeitpunkt haben damals auch die Leute gesagt, das sagst du jetzt nicht mehr. Das habe ich in 10 Jahren gesagt, und ich habe vor 10 Jahren das gleiche gesagt, was ich jetzt sage. Das sage ich auch noch in 10 Jahren und Ja, auch in aber schau mal. 20 Jahren. Ja, das stimmt, Rainer. Das wirst du auch in 20 Jahren noch sagen. Da bleibe ich halt alleine. Ja, das ist völlig richtig. Also du bist tatsächlich Prophet, ne? Schau mal, du sagst jetzt selber, dass du abnehmen möchtest, weil du halt, das ist, ich meine, du weißt selber, du bist wirklich Das dick. ist meine Entscheidung, dass ich abnehmen will, weil es mir nicht passt, weil ich dadurch körperliche Einschränkungen habe. Ich nehme nicht ab, weil ich einen Menschen dadurch kennenlernen will oder mich mit einem Menschen damit besser verstehen möchte. Ich möchte abnehmen, weil es mich körperlich einschränkt. Ja, das. Das sagt der Mensch im Jahre 2015. Jetzt schaut euch mal Bilder an aus dem Jahre 2015, und denkt euch zu diesen Bildern. Rainer sagte damals, dass sein Körpergewicht ihn einschränkt im Jahre 2015. Jetzt vergleichen wir dieses Bild mal mit den Bildern, die wir heute über den Äther, fliegen sehen. Wenn er damals schon von einer körperlichen Einschränkung gesprochen hat, wovon müssen wir jetzt sprechen? Es gibt ja auch die Theorie, im Moment wuchert es natürlich an Theorien, denn wo Rainer nichts liefert, da müssen natürlich viele Pakete Spekulatius aufgerissen werden. Eine sagt zum Beispiel, dass der Rainer wohl beantragt hat, wie sagt man, dass er haftunfähig sei. Ja, einen Antrag auf Haftunfähigkeit habe er eingereicht. Wir werden es alles erleben. Es sind nur noch wenige Tage, meine Lieben.
das glaube ich dir, aber das sollte jetzt auch nicht oberflächlich klingen, was ich gesagt habe. Aber es ist nun mal so, wenn du wirklich, ich sag mal, schön, es muss ja nicht super teuer sein, aber wenn du wirklich gut, weiß ich, ein bisschen abgenommen hast, ich meine, es erhöht halt wirklich die Chancen, auch jemanden kennenzulernen. Das ist oberflächlich, das ist es einfach, aber so ist es nun mal. Wenn du sagst, ja gut, jetzt nehme ich irgendwie Das ist ein 50 sehr Kilo ab. befreiendes Gespräch mit einem anderen Mädchen. Es ist wirklich so. Ich kann von mir aus ausgehen. Ich habe nichts dagegen, wenn einer ein bisschen pummelig ist oder ein Waschbärbauch vor Das sich war herschiebt. andersrum gemeint. Was meinst du? Moment. Ah, muss noch was spielen, ne? Entschuldigung, mein Kaffee. Also, würdest du eine Sekunde warten? Ich würde mir gerne schnell Socken anziehen, weil mich Ja, friert. kannst du. Mich friert. Ja, dann warten wir jetzt die Sekunde, die Rainer braucht, um sich Socken überzustreifen. Frisch aus der Wäsche, wie man annehmen kann und muss. Kriegen wir Na? nicht mit den Socken anziehen. Ja, kein Problem. Also, Ja, ist nicht so einfach, ne? ich habe vor einiger Zeit ein Mädchen kennengelernt. Nicht die, mit der ich schreibe, falls ich dir von der erzählt habe, ich weiß es nicht. Ja, doch, hast du erzählt. Ja, es ist nicht diese andere. Und mit ihr habe ich mich auch super verstanden und alles. So. Und zu ihr habe ich was gesagt, was ich später zwar bereut habe, aber was einfach auch eine Tatsache ist. Und deswegen habe ich jetzt auch dran gedacht, dass wir doch gleich verstehen, was ich meine. Also, ich bin ein Mensch. Ich sehe Menschen als Menschen. Nicht wegen ihrem Aussehen, sondern wegen ihrer Persönlichkeit. Aber dennoch, Ach, und das ist bei jedem Menschen. das habe ich ja ganz vergessen. Entschuldige, Rainer, dass ich dich unterbreche an dieser sehr interessanten Stelle, aber das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Denn die gute Vanni hat uns ja im letzten Video ein Bild zur Verfügung gestellt. Das ist das Bild von der guten Vanni. Ihr kennt das Projekt, ne? Ich stelle es nochmal vor, weil das letzte Video ja relativ schnell weggemeldet wurde und ich der Vanni dann doch zu ihrem Recht verhelfen möchte, sich hier in diesem Video, das hoffentlich bleibt und für ordentlich Cashflow durch Monetarisierung sorgt, noch einmal zu präsentieren. Also, das Projekt war, Arnold Degger hat sich gemalt, das seht ihr in der Mitte, das kleine Bild im Rahmen. Dann hat Roxau mich gemalt, wie ich den Arnold Degger in meinem Video vorgestellt habe. Dann habe ich Roxau gemalt, wie er dieses Bild gerade gemalt hat. Und die Vanni hat sich gemalt, wie sie dieses Bild gerade gemalt hat. Und Aufgabe an den nächsten von euch, wer immer es auch sein wird, malt euch, wie ihr die Vanni malt, die gerade dieses Bild malt. Ihr versteht das Projekt. Ne? Also Bild in Bild in Bild in Bild in Bild. Das wäre sehr schön, wenn wir das fortsetzen könnten. Ich lasse es auch noch mal stehen, dann habt ihr Zeit genug, euch das anzugucken. Kopiert es euch und dann malt euch, wie ihr die Fanny malt, die dieses Bild malt. Und dann geht's weiter und weiter. Das wäre sehr schön, wenn das klappt. Gebt euch Mühe. Ne? So, das kannst du vielleicht auch bestätigen. Man hat trotzdem eine gewisse Vorliebe. Manche Menschen mögen eher eben ein wenig pummelige Menschen, andere mögen sie eher eben ein wenig dünner. Oder andere, wie in meinem Fall, stehen eher auf eine normale Figur. So. Wenn ich jetzt mit jemandem mich gut verstehe, unabhängig, ob die Person dick oder dünn ist, habe ich halt trotzdem die Vorliebe. Und die Vorliebe ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Jedenfalls habe ich halt schon die gewisse Idee, was mich halt anmacht und so. Lasst uns mal ein bisschen philosophisch sein. Ich glaube nicht an diese Kugelmenschentheorie. Ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der für mich perfekt ist. Also die große Liebe. Sowas wie die große Liebe habe ich auch schon gehabt. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht an diese Kugelmenschentheorie. Ich glaube, dass der Mensch sich, und das ist gut so und richtig so und wichtig so, dass der Mensch sich im Laufe seines Lebens verändert. Bertolt Brecht hat mal den großartigen Satz gesagt: Wer sich nicht verändert, bleibt nicht derselbe. Und wir sehen das bei Rainer. Rainer verändert sich kein Stück, aber seine Lebensumstände werden schlechter und schlechter.
Ich glaube, dass das genau darauf zurückzuführen ist, dass er sich kein Stück verändert. Und ich bezeichne es immer gerne mit dem unwissenschaftlichen Wort normale Menschen, wir verändern uns im Laufe unseres Lebens. Und wenn wir uns verändern, verändern sich natürlich auch unsere Affinitäten. Es verändert sich auch der Typ Mensch, den man gerade sucht. Ja, wenn ich mal von mir ausgehe, ich hatte früher, vor einigen Jahren, einen ganz anderen Frauentyp, und damit meine ich nicht das Äußerliche, da bin ich überhaupt nicht festgelegt, sondern ich meine die Lebenseinstellung zum Beispiel. Ja, ich hatte also früher einen ganz anderen Typ Frau mit einer Lebenseinstellung, die mich angesprochen hat, als das heute der Fall ist. Ja, ich hatte zum Beispiel mal so eine Affäre mit einer sehr konservativen Dame. Ja, ich fand das ungeheuer reizvoll. So ein bisschen, ich habe so ein bisschen Lady-Fetisch, wenn ihr versteht, was ich meine. Was irgendwie gar nicht so richtig zu mir passt. Aber ich finde diese Gegensätze eigentlich ganz interessant. Nee, aber so jemand würde ich heute nicht mehr suchen. Ne? Und das zeigt mir eben, dass es die eine Person nicht gibt. Also es gibt vielleicht die eine Person, die in einer bestimmten Lebenssituation perfekt ist. Aber das bedeutet eben nicht, und das kann ich auch aus Erfahrung sagen, weil ich ja ein paar Jährchen verheiratet war, das bedeutet nicht, dass diese Person auch perfekt bleibt und für immer die perfekte Person ist. Das kann sich durchaus ändern, so wie die Person sich eben auch ändert, so wie ich mich verändere, aber auch meine Partnerin verändert sich wiederum. Und das ist ja, das sind Dinge, die kann man nicht beeinflussen, die kann man auch nicht vorhersagen. Natürlich kann man vor den Priester treten und sagen, ja, ich gelobe, mit dir für den Rest meines Lebens zusammenzubleiben. Das kann man immerhin geloben. Ne? Diesen Schwur kann man halten. Ja? Aber man kann zum Beispiel nicht den Schwur halten, jemanden für den Rest seines Lebens zu lieben. Das funktioniert nicht. Und das ist eigentlich ein totaler Unsinn und das kann uns Menschen gar nicht auferlegt werden, so etwas zu sagen, weil wir keinen Einfluss darauf haben. Wir können dieses Versprechen nicht abgeben. Ich kann abgeben das Versprechen, ich bleibe mit dir zusammen. Egal wie scheiße es ist, aber das habe ich geschworen, ich bleibe mit dir zusammen. So, ne? Kann man machen. Ja. Aber jemanden für immer, für alle Zeit, bis in alle Ewigkeit zu lieben, ja, Leute, das wird nicht funktionieren. Ja, das war jetzt so mein Wort zum Samstag. Da habe ich mit einer Person gesprochen und sie hat mir dann ein Bild geschickt und dann habe ich in dem Moment falsch reagiert. Aber sie ist wesentlich jünger als ich gewesen. Ich habe mich dann ganz normal mit ihr unterhalten und dachte halt, ihr würdet jetzt verstehen, was ich meine. Und hat das Ganze gleich voll falsch aufgefasst. Voll falsch. Okay. Weil ich halt, und dann habe ich ihr halt gesagt, und das ist nämlich der Satz, auf den ich eigentlich jetzt hinaus will. Jeder Mensch, das ist einfach in unseren Genen das so, hat eben einfach das, was er anziehend findet. Ja. Und das ist eben genau der Punkt, an den ich jetzt gerade gedacht habe. Du meinst, es gibt genug Mädels, die irgendwie auf pummelige Typen stehen und anziehend finden. Das habe ich jetzt in dem Punkt so nicht gemeint. Ich meine einfach. Doch, genau. Genau das, mein lieber Mann, hast du gemeint. Ich brauche. Ach, da kommt der Hermesbote. Jetzt ist aber alles hier. Jetzt ist aber alles. Jetzt müssen wir aber wirklich. Emma. Emma. Jetzt müssen wir aber echt schneiden. So geht's natürlich nicht. Ne? Ich kann euch jetzt dieses Gebimmel und Hundegebell nicht zumuten. Das werden wir also wegmachen. Ne? Emma, wir machen das dann weg. Ne? Nee, es reicht. Es reicht jetzt. Ne? Okay, gut. Ja.
Da habe ich viel zu tun gleich. Da habe ich viel zu tun. Emma, könnten wir dann weitermachen? Ne? Je eher wir hier fertig sind, desto schneller können wir zum Fußball gehen. Ne? Hey, Fußball, Fußball, Fußball im Pub. Ne? Ja. Gut. Dann muss ich mal eben schauen, um das vielleicht kurz zu überbrücken. Wer spielt denn heute? So, da haben wir. Greuther Fürth gegen Freiburg, das ist unglaublich langweilig. Mainz gegen Bielefeld, das ist nicht wesentlich interessanter. Hertha Hoffenheim, ja, ich kenne einen lieben Freund, der ist Hertha-Fan. Und der ist gebeutelt genug, da haue ich jetzt nicht auch noch drauf rein. Stuttgart gegen Augsburg. Ah, da sind die Schwaben unter sich. Ah, toll. Das ist ja ein tolles Nachmittagsprogramm und am Abend spielt dann Bayern gegen Berlin. Also gegen die richtigen Berliner, ne? Nicht gegen die anderen. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Dementsprechend freue ich mich bedingt auf den Nachmittag, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Menschen, es gibt Frauen und Männer, die stehen eben auf dicke oder eben auf dünne oder eben auf normale Figur. Ich zum Beispiel mag lieber normale Figur. Ja. Wegen mehr macht mir auch nichts aus, wegen weniger. Ich mag eigentlich so dünne Menschen. kennt ihr noch das Video, wo der Rainer auch diesen Standpunkt verteidigt hat und wo er ausgeflippt ist, immer dann, wenn der andere sagte, ja, aber die normale Figur ist ja das, was die meisten Menschen normal, was bedeutet der normal? Normal gibt es doch gar nicht. Aber der Rainer steht auf normale Figuren, wie wir sehen oder hören. Ne? Also so extrem schlanke Menschen mag ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Ne. Ich finde die nicht so anziehend, sagen wir es mal so. Echt? Aber Wo ist mein was ich damit halt Feuerzeug? sagen will, ist einfach, Da. anziehend fand ich sie jetzt nicht. Ihre Persönlichkeit und ihr ganzer Charakter hat mir halt sehr gut gefallen und alles. Und ich habe mich auch weiterhin gut verstanden. Aber War dir nur zu dick, ne? Nur zu fett. Ja. Ja, kann sein, Rainer. sie hat es dann halt einfach so nicht verstehen können und hat es so auch nicht akzeptieren können. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie sie ausgesehen hat. Also ich gehe ja nur von mir aus. Ich denke mir, ich glaube nicht, nimm mir das jetzt nicht übel, okay? Ich sage nur meine Meinung. Ich glaube nicht, dass du in dem Moment, wenn du so aussiehst wie jetzt, irgendwie ein hübsches, intelligentes Mädel irgendwie kriegst. Also das meine ich wirklich ehrlich. Ich meine es wirklich ehrlich, nicht böse. Deswegen sage ich so, würde ich, weißt du, dass du für dich abnimmst. Das ist der Hauptgrund, sage ich mal. Aber es erhöhen sich natürlich auch die Chancen, dass wenn du irgendwie ein bisschen schlanker bist, ein bisschen mehr Sport machst, dass du dann auch wirklich, sag mal, hübsche Mädels kennenlernst. Vielleicht die dir auch super gefallen. Selbst ist mir, also das Gesicht und so weiter interessiert mich gar nicht. Das Gesicht interessiert dich nicht. Es geht mir in erster Linie um den Charakter und ich hätte auch mit ihr was angefangen oder vielleicht was angefangen. Aber Sie war zu fett, ne? es hat ihr nicht gepasst, dass ich da ein weniger Problem damit hatte. Dass du ein Problem damit hattest, dass sie zu fett war. Das hat der Frau nicht gepasst. Ja, Frauen, also Rainer, was fragst du mich? Ne? Wer kennt schon die Frauen? Ne? Da sagst du so ein Ding, ja, eigentlich mache ich dich ganz gerne, aber du bist mir halt zu fett. Ne? Und schon nehmen sie es persönlich, die Frauen. Ne? Ja, wer soll sich da auskennen? Ich nicht. Beziehungsweise, was heißt Problem, war es in dem Sinne auch nicht. Ja. Es hat halt ein bisschen, ich musste mich halt mit den Gedanken erstmal anfreunden. Aber, wie erkläre ich das? Naja, es kommt halt blöd, wenn du Mädel sagst, eigentlich finde ich dich hässlich, ich mag dich nur wegen deinem Charakter. Das ist zwar ehrlich, man. Ach, sag. Also, das ist ein guter Tipp, finde ich, den die Dame da gibt. War mir so auch noch nicht klar. Aber macht irgendwo Sinn aus der weiblichen Position heraus betrachtet. Ne? Deswegen, aber es kommt halt wirklich So habe ich blöd. das jetzt auch nicht gesagt. Ja, aber ich Nein, nein. vermute, du hast es in ähnlicher Weise ausgedrückt, so wie du. Er hat es deutlich uncharmanter ausgedrückt. Davon können wir mal ausgehen. Das wird jetzt ziemlich was. Nicht ganz. Ich sagte sowas wie, das Aussehen ist nicht unbedingt wichtig. Man kann halt auch sein Aussehen ändern. Also vom Gewicht her und so weiter kann man das Aussehen auch ändern, wenn man möchte. Also Jungs, ne? Jungs, merkt es euch, ne?
Beim nächsten Date geht ihr hin, ne? Und dann sagt er, also mein Charakter, der ist ja richtig, richtig geil, ne? Und an deinem Aussehen kannst du ja was verändern. Ne? gibt ja genug Diäten. Ne? Also das kriegen wir schon hin, keine Sorge. Ja, und schon habt ihr gewonnen. Ne? Gut, also wenn es nicht blöd war, kannst du auch eins und eins zusammenzählen, wenn du das gesagt hast, wenn sie dir das Foto geschickt hat. Blöd ist ja angeblich, blöd ist überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Okay, hör zu. Was ich mit Aussehen meinte, ist, es geht mir nicht darum, hat sie jetzt lange Haare, hat sie kurze Haare, hat sie blonde Haare, hat sie blaue Augen, hat sie grüne Augen. Hat sie jetzt irgendwie ein schönes Gesicht oder hast du ein schönes Gesicht? Darum geht es mir gar nicht. Nicht. Die Punkte, die mich wirklich an einem Menschen interessieren, ist der Charakter in erster Linie und in zweiter Linie halt möglichst eine normale Figur. Nicht dick, nicht dünn, eine ganz normale Figur. Das sind die Sachen, die mich an einem Menschen ansprechen. Ist sie jetzt sehr schön? Hat sie irgendwie eine Muttermal im Gesicht oder irgendeine Narbe oder irgendwas? Ja. Das interessiert mich alles nicht. Ja, Hauptsache Vagina und Möpse in einem normalfigürlichen Bereich. Ne? Gesicht, nicht so wichtig. Ja, Rainer, also ich denke, den Voraussetzungen sollte sich was finden lassen. Vielleicht schon demnächst in der JVA. Da gibt's ja ein paar nette Jungs, ne, die sich auch mal so ein bisschen aufbrezeln, habe ich gehört. Ne? Und vielleicht gefällt dir da einer von diesen Jungs mit Normalfigur und ausgestopftem BH. Ne? Könnte sein, und du findest die Liebe deines Lebens, du findest das Pendant zu deiner ohnehin schon Kugel. Und damit, glaube ich, könnten wir es auch für heute belassen. Es ist ja relativ lang geworden, das Video. Ja, wie gesagt, es war eher mal so ein Plaudervideo. Ich muss ja wieder reinkommen. Die Woche Pause hat mir nicht gut getan, hat meinen Sprachfluss ziemlich beeinträchtigt. Ich habe auch viele Sachen, was Rainer angeht, schon vergessen. Ich muss wieder ins Game reinkommen und ja, dementsprechend. Wir brechen das hier ab, bevor es komplett peinlich wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freundinnen und Freunde. Bleibt mir gewogen und vor allen Dingen, ihr wisst es, bleibt am Leben. Tschüss, sagt euer Kunstliebhaber-Hater.